Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Teil meines Abnehm-Tagebuchs. Ihr habt ja in meinem Video meinen Körper nach der Schwangerschaft gesehen, wie ich jetzt so aussehe. Und ich habe schon ein bisschen erzählt, was ich vorhabe, was auch auf euch zukommt. Und in diesem allerersten Video wollte ich das jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich wollte euch sagen, was mein Plan ist, sowohl bei der Ernährung als auch beim Sport und was für Videos in nächster Zeit auf euch zukommen werden. Es ist ja nun so, dass ich mich noch in der Wochenbettzeit befinde. Das sind ja 6 bis 8 Wochen, wo sich halt alles noch zurückbilden muss. Und ich bin so ein bisschen unzufrieden, dass ich noch nicht so viel machen kann, wie ich gerne wollte. Aber ich sehe es natürlich auch ein. Und der Plan ist halt jetzt, das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt, jetzt mache ich so ein paar Rückbildungsübungen eigentlich fast täglich und trainiere meine Arme sanft, weil ich mehr auch noch gar nicht schaffe. Auch das Video kann ich euch gerne noch mal unten in der Infobox verlinken, mit dem ich da trainiere. Ich setze auch immer Sport gerne in Anführungsstrichen im Moment. Und dann nach 6 bis 8 Wochen, je nachdem, bekomme ich ja dann das Go von der Hebamme und kann dann den Rückbildungskurs in der Hebammenpraxis machen. Das sind dann 10 Mal, einmal pro Woche. Und da würde ich dann, da habe ich mir schon ein Rückbildungsprogramm bei YouTube rausgesucht, was schon so ein Ticken intensiver ist, wo man so ein bisschen mehr ins Schwitzen dann auch kommt. Das habe ich bei Vince auch schon gemacht. Das geht, glaube ich, 23 Minuten oder so. Und auf das würde ich dann umsteigen. Und je nachdem, ich muss dann halt in Absprache mit meiner Hebamme und Frauenärztin schauen, wann ich dann mit dem eigentlichen richtigen Sport beginnen kann. In der Zwischenzeit, was ich noch mache, außer Rückbildungsgymnastik, meine Mama hat so eine Vibrationsplatte, Powerplate kennt ihr vielleicht. Und da wurde mal im Fernsehen, hat sie das gesehen, weil ich ja immer noch so Wassereinlagerungen habe, was auch diese 6 bis 8 Wochen dauern kann, bis das komplett aus dem Körper raus ist. Also ich kann auch meinen Ehering immer noch nicht tragen. Lege ich nur meine Unterschenkel auf die Vibrationsplatte und lass das halt 5 Minuten vibrieren. Das soll auch das Wasser noch besser abtransportieren. Da trinke ich auch regelmäßig eine Tasse, also jeden Tag eine Tasse Brennnesseltee, um auch das Wasser ein bisschen abzutransportieren. Mehr traue ich mir mit der Vibrationsplatte noch nicht. Ich wollte aber mal meine Hebamme fragen, ob ich denn auch schon mit den Oberschenkeln arbeiten dürfte oder ob das die Rückbildung gefährdet, weil ich ja so extrem Zellulite jetzt bekommen habe in der Schwangerschaft. Was ich aber gegen die Zellulite auch mache, ist unter anderem natürlich Cremen. Aber ich habe mir jetzt eine Faszienrolle bestellt und will mal schauen, es gibt bestimmt auch was, wo Faszienrollen auch die Rückbildung ein bisschen unterstützen. Aber auf jeden Fall helfen sie ja gut gegen Zellulite. Und da muss ich mir jetzt so ein bisschen umtun. Also ich muss mal bei YouTube gucken, dass ich so ein paar Übungsvideos bekomme. Wie gesagt, damit fange ich jetzt erst an mit der Faszienrolle. Wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr mir das gerne unten in den Kommentaren schreiben. Und da kann ich euch dann gerne in einem der anderen Videos dann mal erzählen, wie es mit der Faszienrolle so läuft, weil damit habe ich ja selber noch überhaupt gar keine Erfahrung gemacht. Die müsste morgen ankommen und da freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren können, da noch ein bisschen mehr für meinen Körper einfach tun zu können. Spazieren gehen kommt natürlich auch dazu. Ich habe mir im Krankenhaus sagen lassen, spazieren gehen ist die beste Rückbildung. Ja, besser als nichts, ne? Ich war auch schon mal Fahrradfahren, was erstaunlich anstrengend war. Also ich mit Vince zusammen, den hatte ich halt auf dem Sitz. Und da komme ich aber leider nicht so regelmäßig dazu, weil wir halt Svea nicht mitnehmen können. Das geht halt nur, wenn der Papa da ist und Svea nehmen kann. Deswegen kann ich das einfach nicht so oft machen. Genau, dann habe ich ja jetzt schon ein bisschen angefangen, auf meine Ernährung wieder zu achten. Das heißt, Eiweißbrot, Chiabrot statt dem normalen Brot zum Beispiel, Frischkäse statt Butter, so Kleinigkeiten. Ja, Chiasamen gibt es bei mir sehr, sehr viel im Moment. Da mache ich auch viel damit, koche viel damit. Ich bin auch dabei, ein Food Diary für euch schon zu drehen, was es dann auch im Laufe der Zeit irgendwann zu sehen geben wird. Genauso wie ein Food Haul natürlich. Ja, dann bin ich ja so, ich will natürlich, also beim Gewicht habe ich das Ziel, dass wieder eine 6 davor steht. Aber das Gewicht ist mir gar nicht so wichtig. Wichtiger ist mir eher das, was ich im Spiegel sehe, also was optisch dabei rauskommt. Deswegen lege ich mehr Wert auf Maße. Ich werde mich also, wenn ich dann das Go habe, wieder richtig Sport machen zu können, meine Maße nehmen, damit ich einfach auch so für mich den Erfolg sehe, die Fortschritte sehe. Das werde ich euch dann auch immer erzählen, wie viel ich da wo abgenommen habe, weniger Umfang habe. Genau das will ich unbedingt machen und das könnt ihr auch weiter verfolgen. Dann will ich einfach auch so ein paar Sachen ausprobieren, gerade so in die Richtung Superfoods. Also wie gesagt, Chiasamen,
nehme ich ja schon zu mir. Ich wollte aber mal Acai-Beeren zum Beispiel probieren und so diverse andere Sachen. Das werdet ihr dann auch alles sehen. Das werde ich euch dann auch alles sagen, wie zufrieden ich damit bin, ob das so funktioniert. Ja, wie ich mir das vorstelle. Beim Sport habe ich mir schon einige Sachen rausgesucht, die ich unbedingt dann machen möchte, worauf ich mich auch schon freue. Das ist zum einen natürlich wieder das 30-Day-Shred-Programm. Das mache ich dann schon zum dritten oder vierten Mal, glaube ich. Und da freue ich mich wieder sehr drauf. Von Jillian Michaels ist das. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und das ist so das Erste, mit dem ich starten werde. Einfach weil ich damit gleich zu Beginn die größten Erfolge einfach erzielen werde. Weiß ich aus Erfahrung. Dann möchte ich ein Programm machen von einer Instagrammerin, einer amerikanischen, der ich schon sehr, sehr lange folge. Und die hat auch ein Sportprogramm. Das möchte ich dann machen. Das geht auch, glaube ich, einen Monat. Und dann werde ich einfach wieder, wenn ich dann auf diesem Level bin, wo ich sage, jetzt habe ich ungefähr die Figur, die ich möchte, jetzt möchte ich noch definieren, werde ich dann wieder die HIIT-Trainings von Anna von Bodykiss machen. Anne von Bodykiss machen. Ihren Kanal kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Der ist super gut. Aber ich muss halt erstmal powern, um möglichst viel bis zum Sommer noch runterzukriegen. Und dann mache ich ihre Videos einfach zur Definition, um einfach wieder regelmäßig weiter Sport zu machen. Dann habe ich ja zu Hause auch so einen Schlingentrainer, mit dem ich dann wieder trainieren möchte. Das kann ich aber nur draußen machen, weil wir hier drin im Haus einfach nicht die Gegebenheiten dafür haben. Und genau, das mache ich dann halt im Sommer wieder. Und ja, was ich euch in den nächsten Videos zeigen möchte, sind meine Essentials zum Beispiel, welche Bücher ich habe, welche YouTube-Videos ich schaue, was ich für Nahrungsmittel zu Hause habe, die man dann da immer vorrätig haben sollte, meiner Meinung nach. Dann werde ich euch natürlich die Erfolge von den Sportprogrammen zeigen, die ich dann so mache und euch die auch immer verlinken, sagen, ob ich die empfehlen kann oder nicht. Food Haul, Food Diary wird es auf jeden Fall geben. Und dann habe ich bei auf Instagram gesehen, da folge ich auch so ein paar Leuten, die entweder schon fast Fitnessgurus sind, aber auch Leuten, die am Abnehmen sind. Und eine, die hat immer Motivationsgeschenke. Also wenn sie eine ein gewisses Gewicht erreicht hat, hat sie ein Geschenk für sich selbst. Das ist auch wirklich eingepackt, da steht die Kilozahl drauf, finde ich total süß. Und das werde ich so ein bisschen für mich umwandeln. Ich möchte auch so kleine Belohnungssachen machen, die nicht in Essen bestehen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Sondern entweder in Unternehmungen oder in neuen Sportklamotten zum Beispiel. Ich habe mir jetzt zum Beispiel neue Sportschuhe auch gekauft, worauf ich mich schon freue, wenn ich den anziehen kann. Also ich finde auch Sportklamotten sind immer eine Motivation. Und ja, wie gesagt, ich werde mir also so kleine Belohnungsgeschenke überlegen und zurechtsuchen. Und ich denke, ich werde es aber ein bisschen umändern. Also am Anfang werde ich es, glaube ich, auch Gewicht machen. Also wenn ich ein bestimmtes Gewicht erreicht habe, dass ich dann die Belohnung bekomme. Dann später, wenn es am Gewicht einfach nicht mehr so viel passiert, wird es dann wahrscheinlich sein, wenn ich ein Sportprogramm meinetwegen erfolgreich absolviert habe. Also wenn ich vielleicht eine Kleinigkeit, wenn ich nach jedem 30-Day-Shred-Level und dann, wenn ich komplett 30-Day-Shred geschafft habe, dann noch mal eine Belohnung. Einfach so, um die Motivation einfach ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wenn ihr da Ideen habt, mit was ich mich selbst belohnen könnte, schreibt mir das auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Falls ihr sonst noch Fragen zu meinem Plan habt oder wenn ihr Videowünsche zu diesem Thema habt, schreibt mir das auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Es wird dann halt, wie gesagt, bald losgehen, wenn diese Wochenbettzeit vorbei ist, wenn ich dann auch wirklich was zu erzählen habe. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Bis dahin, tschüss!